Jesus, es ist ein Privileg, dass wir hier heute sein dürfen. Dass wir heute Morgen aufgewacht sind, dass unser Herz geschlagen hat, dass wir den Atemzug nehmen durften, aus unserem Bett aufstehen durften. Dass wir genügend haben zu frühstücken und hierher zu kommen, um Gemeinschaft zu haben und von dir zu hören. Jesus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns die Bibel gegeben hast und da immer zu uns sprechen willst. Jesus, danke für die Gemeinde, die wir hier haben, die Gemeinschaft, die wir haben. Danke für unsere Kids, die jetzt gerade in den zwei Räumen hier im Vereinshaus Kindergottesdienst feiern. Und ich bitte dich, dass du auch sie ansprichst und dass auch sie von dir lernen können heute, Jesus. Und so sprich jetzt auch zu uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hast du manchmal schlechte Tage? Also, ich weiß nicht, ob ich es zugeben darf als Pastor, aber also ich habe öfters mal schlechte Tage. Dienstag war so einer dieser schlechten Tage. Also eigentlich hat das Ganze schon Montagabend angefangen. Relegation angeschaut, Stuttgart gegen Union Berlin. So, und wie ihr wisst, ist es nicht so erfolgreich ausgegangen für meine lieben VfBler. Und ich saß da also 10 Uhr abends und habe 3 Stunden lang geheult, bevor ich ins Bett gegangen bin. Habe ich nicht wirklich, aber so, ja, Dankeschön, Dankeschön. Der Vorteil ist, dass wir jetzt wieder mit den Nürnberg und den Fürthern zusammen in einer Liga sind. Und so war mein Montag und ich habe zwar nicht 3 Stunden geheult, aber ich war trotzdem ein bisschen depressiv, weil wir spielen jetzt in der zweiten Liga und so ist es halt. Und da muss ich am Dienstag aufstehen und ich bin am Dienstag früh aufgestanden und ich bin in die Arbeit gefahren und ich habe 2-3 Stunden gearbeitet früh morgens und irgendwie konnte ich mich nicht richtig konzentrieren. Und ich sitze da und ich versuche zu arbeiten und ich versuche die Predigt vorzubereiten und es kommt einfach nichts und es passiert einfach nichts und ich werde immer frustrierter mit mir selbst und sage, Tim, was ist mit dir los, dass du dich nicht mal jetzt ein bisschen fokussieren kannst? Und auf einmal fangen Gedanken an, in meinen Kopf zu kommen. Argumente mit Personen, Diskussionen, Dinge, die vielleicht vorgefallen sind und ich fange an, in diese Gedankenkreise zu kommen und sie gehen in Kreisen und Kreisen und Kreisen. Und mit jedem Kreis, in den die Gedanken rumgehen, geht es mir schlechter und schlechter und es ist wie eine Spirale, die runter und runter geht. Ich habe mit der Christin ausgemacht, dass wir dann nach Erlangen gehen in den Kaffeeshop am Dienstag und ich hab sie abgeholt und bevor wir uns ins Auto gesessen haben, haben wir erstmal noch eine Runde gestritten. Warum? Ich weiß es nicht. Eigentlich über gar nichts. Aber ich war einfach schlecht drauf, ich hatte einen schlechten Tag und dann sind die kleinsten Sachen, irritieren mich schon und dann kotzt mich an und es trägt dann auch nochmal dazu bei, dass ich in diesem Kreislauf tiefer und tiefer falle. Geht es dir auch manchmal so? Bin ich aber froh, dass da zumindest 2 Leute genickt haben. Diese Gedankenkreisel passieren immer wieder, wenn wir so aufgewühlt sind und genervt von allem und von jedem. Und ich frage mich gerade oft, weil diese Tage doch auch häufig passieren. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich dagegen angehen? Wie kann ich aus diesem Gedankenkreisel herausbrechen? Was tun, dass es mir besser geht und ich deshalb auch auf andere Menschen besser antworten kann? Wie können wir mit so einem Gedankenkreisel umgehen? So, und jetzt sitze ich in Erlangen im Café und ich schlürfe meinen Cappuccino und ich muss Predigt vorbereiten. Predigt für Sonntag, Thema Evangelisation. Mich kotzt alles an, ich habe so einen Hals und da sitze ich dran und schaue mir den Bibeltext an, Kolosser 4, Evangelisation. Ich sage, das Letzte, das jetzt gerade bei mir im Kopf drin ist, mit dem ich mich auseinandersetzen könnte, ist auf jemand anderes zuzugehen und dieser anderen Person vielleicht über Jesus zu erzählen. Kann vielleicht auf eine andere Person zugehen und ihr sagen, was ihr alles falsch macht oder was ich jetzt gerade alles nicht ausstehen kann, aber von Jesus erzählen, wäre mir in dieser Situation sehr schwer gefallen und nicht eingefallen. Aber ich muss eine Predigt dazu vorbereiten.
Und wisst ihr, was manchmal passiert? Manchmal, wenn wir die Bibel lesen und wir nehmen, wie ich das ja so oft mache, diese 8 Verse oder sowas oder 10 Verse, über die man dann predigen will oder die man liest, diesen einen Gedanken und man merkt, hey, dieser Gedanke spricht mich vielleicht nicht an, dieser Hauptgedanke der Evangelisation. Und ich habe mir den Text einfach ein paar Mal durchgelesen, einige Mal durchgelesen und am ersten Teil des ersten Verses bin ich immer wieder hängen geblieben. Immer wieder hängen geblieben. Und dieser erste Teil des ersten Verses hat sich in mein Gedächtnis gebrannt, in meinen Kopf gebrannt. Und ich habe probiert, ihn in mein eigenes Leben anzuwenden. Hier ist er. Kolosser 4, Vers 2. Da heißt es, betet voller Ausdauer, seid wachsam in Gebet und Dankbarkeit. Betet voller Ausdauer ist so der Hauptsatz, der dort steht. Und dann dieser kleine Nebensatz, der diesen Hauptsatz erklärt. Deshalb habe ich ihn da einen Doppelpunkt reingemacht. Der ist in euren Bibeln wahrscheinlich nicht, aber im Urtext könnte man das daraus machen. Betet voller Ausdauer, was heißt es? Seid wachsam im Gebet in Dankbarkeit. Als ich das die ersten paar Male durchgelesen habe, das ist sowas, ja, das kann man am Anfang von einer Predigt, kann man das irgendwo mal hinmachen, wenn ich über Evangelisation reden will, dann rede ich halt kurz, ja, Gebet und seid dankbar und alles Mögliche. Und jetzt lasst uns über das Wichtige reden, Evangelisation. Und doch, wenn wir manchmal innehalten und uns die Worte, die hier stehen, in uns nehmen und aufpassen, was sie wirklich sagen. Was heißt es hier? Seid wachsam in Gebet und Dankbarkeit. Das Wort wachsam erinnert mich sofort an ein Event in Jesu Leben. Und es ist tatsächlich das gleiche Wort, das benutzt wird, als Jesus im Garten Gethsemane ist und seine Jünger einschlafen, kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Jesus sagt zu ihnen, seid wachsam, betet mit mir, steht für mich ein, betet für mich. Und die Jünger schlafen immer wieder ein. Und wenn ich dieses Wort lese, seid wachsam, dann macht mich persönlich, macht es schon wieder müde. Oder? Stellt euch mal vor, wenn ihr an den Garten Gethsemane denkt und da ist es dunkel und ihr seid erschöpft und dann sagt Jesus, seid wachsam und oh, keiner kann sich wach halten. Seid wachsam in Gebet, in Dankbarkeit. Es kommt nicht natürlich, es kommt nicht einfach so, es ist schwierig. Es ist schwierig. Warum also oder wie ist es möglich? Was heißt es, dankbar zu sein? Wie kann ich dankbar sein? Ich mag mit euch ein bisschen über Dankbarkeit reden. Und ich glaube, wenn wir das Konzept der Dankbarkeit wirklich verstehen, dann kann das eine der Hilfen sein, die uns aus diesem Gedankenkarussell immer wieder herausholt. Warum? Weil Dankbarkeit heilt. Dankbarkeit ist heilend. Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ich im Café in Erlangen saß und diesen einen Vers durchgelesen habe und immer wieder gelesen habe? Ich habe gesagt, ich kann jetzt keine Predigt vorbereiten und gar nicht über die Evangelisation. Und die Christin war mit mir und ich habe gesagt, Christin, ich bin mal eine Weile unterwegs, bin aufgestanden, habe mein Sach zusammengepackt, meinen Rucksack aufgezogen und ich bin in den Stadtpark in Erlangen gegangen. Und ich habe dort meine Runden gedreht, vielleicht kennt ihr das auch, der Stadtpark hat da ja noch so einen speziellen Blumengarten oder sowas. Und dort bin ich gelaufen und ich habe eine Runde gedreht, eine Runde nach der anderen. Und anstatt, wie ich das sonst immer mache, zu klagen im Gebet und zu sagen, was alles nicht stimmt und was mir alles nicht passt, habe ich gesagt, weißt du was, ich mache jetzt genau das, worüber ich am Sonntag predigen muss. Ich nehme jetzt einfach Zeit, im Kreis zu laufen und dankbar zu sein. Und dankbar zu sein. Und wisst ihr was, dankbar sein ist gar nicht immer so einfach. Wir waren im Teamkreis, am Freitag haben wir zusammen Spiele gespielt und am Ende vom Teamkreis haben wir eine kleine Andacht und ich habe mich hingesetzt mit den Teams und habe gesagt, hey, sag mal, für was ihr alles dankbar seid. Und dann wollte keiner so richtig, ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir so, ihr habt 30 Sekunden aufzuzählen, für was ihr alles dankbar seid. Wenn ich dir sagen würde, du hast 30 Sekunden und du musst aufzählen, für was du alles dankbar bist und der am meisten Sachen sagen kann, gewinnt, dann hast du die Challenge, okay? Und dann merkst du auch, es ist gar nicht so einfach. Und dann hat das Ganze nämlich angefangen. Dann heißt ja, ich
Ich bin dankbar für mein Haus und meine Familie und die Schule. Und wir haben gemerkt, die ersten, die dran waren, da war das gar nicht so einfach. Am Schluss, umso mehr dran gewesen sind, haben wir immer das wiederholt, was der davor gesagt hat. Oder man hat dann Tricks rausgefunden, wie ich sage jetzt einfach, ich bin einfach dankbar für meinen Bruder, meine Schwester, meinen Cousin und meine Cousine und meinen anderen Cousin und meinen anderen. Und da haben wir natürlich gewonnen. Das funktioniert natürlich, aber so sich einfach hinzusetzen und zu sagen, wofür wir dankbar sind, ist gar nicht so einfach. Und so bin ich halt so meine Kreise gelaufen und ich habe einfach mal überlegt, meine Gedanken kreisen lassen und geschaut, für was ich alles dankbar sein kann. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde bin ich gelaufen und ich habe einfach nur gedankt. Ich bin nach dieser Dreiviertelstunde direkt ins Auto, weil die Christin da schon auf mich gewartet hat, und habe mich neben sie gesetzt und wir sind aus Erlangen rausgefahren, um Mittagessen zu gehen, und ich habe mich zur Christin gedreht und habe gesagt, Christin, sorry. Sorry dafür, wie ich mich benommen habe vorher. Sorry dafür, dass ich dich vielleicht nicht beachtet habe oder was ich auch immer gemacht habe. Ich liebe dich, habe ich gesagt. Und auf einmal fängt sie an zu heulen. Und nicht aus Schmerz, sondern aus Freude. Und sie sagt, Tim, da passiert was mit mir, dass du mir das jetzt einfach so zusprichst, wenn wir zusammen im Auto sitzen. Und ich habe gemerkt, ich konnte das nur sagen, weil sich für mich was getan hat in dieser halben Stunde, in dieser Dreiviertelstunde, als ich mit Jesus allein war und einfach nur dankbar war, einfach nur gedankt habe. Einfach nur gedankt. Und es hat sich was in mir verändert, es ist was in mir geheilt. Und wisst ihr was, ich habe das erfahren, und weil ich das so erfahren habe, habe ich gedacht, ich würde mal gerne ein paar Studien sehen über das Thema Dankbarkeit. Und es gibt tatsächlich viele Studien. Also es gibt da zum Beispiel eine wissenschaftliche Untersuchung von Robert A. Emmons, der Menschen in drei Gruppen eingeteilt hat. Und was dieser Wissenschaftler gemacht hat, ist, der hat gesagt, ihr habt verschiedene Aufgaben und müsst nach jeder Woche einen Fragebogen ausfüllen und in ein Interview gehen. Und am Anfang dieses Fragebogens waren für die Gruppe drei verschiedene Dinge, die sie jede Woche ausfüllen mussten. Gruppe Nummer 1 musste 5 Dinge aufschreiben, für die sie dankbar waren. Und dann sind sie gegangen und haben die anderen Sachen beantwortet. Gruppe Nummer 2 musste 5 Ärgernisse der letzten Woche aufschreiben und dann die anderen Fragen beantworten. Und Gruppe Nummer 3, ein bisschen neutral, die müssten 5 Umstände, die einfach passiert sind, aufschreiben und darauf antworten. So ist diese Untersuchung also 10 Wochen lang gelaufen mit diesen 3 Wochen, die das immer wieder machen mussten. Eine der Sachen, die sie auch dann jede Woche ausfüllen mussten, ist, wie geht es dir in deinem Leben als Ganzes? Oder was erwartest du dir von der nächsten Woche? Und was die Wissenschaftler festgestellt haben, dass die 5 Dinge der Dankbarkeit aufschreiben mussten, jede Woche, denen ging es emotional deutlich besser. Sie haben ihr Leben als deutlich besser, ihr Leben allgemein als deutlich besser eingeschätzt. Sie haben deutlich positiver in die Zukunft geschaut. Was erwartest du dir von der nächsten Woche? Ja, die Ärgernisse sind so, wahrscheinlich mehr Ärgernisse, so auf die Art. Und die Dankbaren, die freuen sich mehr im Schnitt auf ihre Zukunft. Es war emotional, ging es dem Durchschnitt deutlich besser von denen, die einmal in der Woche 5 Sachen aufgeschrieben haben, für die sie dankbar sind. Aber jetzt aufgepasst, was diese Studie noch herausgefunden hat, ist nicht nur, dass es diesen Personen emotional besser geht, sondern dass es ihnen auch körperlich besser geht. Sie konnten tatsächlich messen, dass denen, die dankbar waren, nur diese kleine Übung der Dankbarkeit, körperlich besser ging. Sie hatten weniger Gesundheitsbeschwerden. Sie haben im Schnitt mehr Sport gemacht. Nicht vor diesem Experiment, aber nach diesem Experiment und während diesem Experiment. Diese Dankbarkeit hat sich also nicht nur auf die Emotionen, sondern auf den Körper als Ganzes ausgewirkt in diesen Personen. Krass, oder? Dankbar zu sein ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du dankbar bist, dass es dir besser geht, geistig und körperlich. Ist es nicht ein Grund zu sagen, also mir ging so die letzte Woche, dass ich dann gesagt habe irgendwann, ich habe keine Lust dankbar zu sein, aber ich will, dass es mir besser geht.
Ist doch auch ein Motiv, oder? Also funktioniert, glaube ich. Spätere Tests haben ergeben, natürlich, wenn du dankbar bist jeden Tag, da haben die das Gleiche gemacht, nur dass sie jeden Tag das aufschreiben mussten, dann ist das Ganze natürlich nochmal erhöht und die Ergebnisse sind nochmal krasser. Deshalb heißt es vielleicht auch, betet voller Ausdauer. Seid wachsam im Gebet, in der Dankbarkeit. Dieser Emmons hat ein interessantes Buch geschrieben, The Psychology of Gratitude, also die Psychologie der Dankbarkeit. Und er hat sich gefragt, warum ist es so, dass wir, wenn wir dankbar sind, dass es uns besser geht? Und interessanterweise hat er einen Kreisel aufgemalt, so wie wir oft in unseren Gedankenkreiseln sind, die abwärts gehen. Und er sagt, dieser Kreisel funktioniert ungefähr so, wir sind happy, wir sind fröhlich und dadurch, wenn wir fröhlich sind, dann werden wir auch erkennen, dass wir dankbar sein können. Also dann werden wir gute Geschenke, Dinge, die passieren, besser sehen und dadurch werden wir dankbar. Aber dann sagt er auch, wenn wir dankbar sind, dann ist es so, dass wir automatisch auch fröhlicher werden, weil die ganzen guten Umstände in unserem Leben in unserem Kopf sind, in unseren Gedanken. Und er sagt, das ist wie ein Kreisel. Dann bist du dankbar und dann wirst du fröhlich dagegen. Und weil du fröhlich bist, dann kannst du die ganzen Dinge sehen, für die du dankbar sein kannst. Und dann bist du noch dankbarer und dann bist du in diesem Kreisel, aber kein Kreisel der Abwärtsspirale, sondern ein Kreisel der Aufwärtsspirale. So sagt es ein Wissenschaftler über die Dankbarkeit. Dankbarkeit heilt. Auch weil sie uns den Zugriff zu den positiven Erinnerungen gibt. Dankbarkeit ist heilend, okay. Aber Dankbarkeit ist trotzdem noch nicht einfach und trotzdem öfters problematisch. Als ich mir überlegt habe, über dieses Thema zu predigen, also nicht Evangelisation, sondern Dankbarkeit, da habe ich gedacht, aber eigentlich ist ja erstmal ein langweiliges Thema, weil jeder hat schon mal gehört, sei doch mal ein bisschen dankbarer. Und wie kriege ich das jetzt rüber, dass es nicht monoton wird? Und wie kann das interessant und wichtig werden? Dass es nicht einfach nur abprallt und ja, schon tausendmal gehört und ich gehe hier wieder raus. Frieda, auch ein Wissenschaftler, der redet viel über das Gesetz der Gewöhnung. Und interessanterweise sagt er, wenn wir an Dinge gewöhnt sind, dann hatten sie keinen guten oder schlechten Effekt mehr darauf, wie es uns geht. Das heißt, wenn ich jeden Tag zum Beispiel sage, ja, ich bin dankbar für mein Haus und meine Familie und am nächsten Tag sage ich wieder, ich bin dankbar für mein Haus und meine Familie, dadurch kriegen wir nicht automatisch diese positive Effekte der Dankbarkeit. Weil man gewöhnt sich dran, das Law of Habituation, das Gesetz der Gewöhnung. Ich glaube, runterleiern hat keine gute Wirkung. Ich war vor 3 Monaten war ich in den USA und wir haben Freunde von uns besucht auch und die haben 2 kleine Kinder und 2 kleine Kinder sind so süß und frech und wild und alles mögliche, was man als Kind halt ist. Und die kleinere ist so eine ganz freche, auch total süß, ganz frech. Und sie hat kein richtiges Empathiegefühl. Das kann sie, ihre Schwester hat es schon immer gehabt, aber sie hat es nicht so richtig. Und ich weiß noch, als die Familie uns erzählt hat, unseren Hund ist vor kurzem, mussten wir einschläfern lassen. Sie haben einen Hund gekriegt und der war nur 6 Monate oder ein Jahr alt, hat eine Infektion gehabt und sie mussten einschläfern lassen. Und diese kleine Isley, die hat es nicht so richtig verstanden und es ist nicht so richtig in ihr aufgenommen worden und aufgegangen. Und sie hat gemerkt, als wir eines Tages auf dem Sofa zusammengesessen sind, hat Mama geweint und Papa geweint und die Schwester geweint. Und Isley sitzt halt dran und sagt, Mama, ich bin traurig. Kann ich was Süßes haben? Im nächsten Satz, ich bin traurig, kann ich was Süßes haben, ist der nächste Satz. War sie wirklich traurig? Hat sie die Traurigkeit wirklich erfahren? War das was Innerliches, das in ihr abgegangen ist? Nein, es war einfach nur, okay, ich bin halt traurig, ich gehe halt auch durch wo alle anderen auch durchgehen. Also, ich bin traurig, kann ich was Süßes haben? Ich glaube, so gehen wir oft auch mit der Dankbarkeit um. Ja, danke für dies und das und das und lass mal probieren, so viele wie möglich in den 3 Sekunden reinzukriegen und dann ist es ja gut und dann wird es mir vielleicht helfen.
Chesterton ist ein britischer Schreiber, die meisten von euch kennen wahrscheinlich Chesterton, ist einer der die am meisten Bücher geschrieben hat, in der ganzen Weltgeschichte ungefähr. Und der hat mal was Interessantes gesagt, der hat relativ viel über die Dankbarkeit geredet. Er hat gesagt, I would maintain that thanks are the highest form of thought and that gratitude is happiness doubled by wonder. Ungefähr übersetzt, ich denke, Danken ist die höchste Form der Gedanken und Dankbarkeit ist Fröhlichkeit verdoppelt durchs Staunen. Und dieses interessante Wort, was er hier benutzt auf Englisch, Wonder, ich habe es mal mit Staunen oder Wundern übersetzt, ist ganz spannend und ich glaube, das ist was, das wir in unserer Dankbarkeit normal nicht mehr machen. Dankbarkeit ist Fröhlichkeit verdoppelt durchs Staunen. Darf ich dich mal fragen, wie oft staunst du über dein Leben? Wie oft staunst du über deine Existenz? Dass du jetzt nochmal einen Atemzug nehmen kannst und vielleicht gleich auch nochmal. Ja, wir sind dankbar und wir erzählen unsere Liste, aber staunen wir? Unsere Dankbarkeit ist oft nur 5 Zentimeter tief. Eher oberflächlich. Es ist kein Wow-Moment, der passiert. Wir haben so oft keine Wow-Dankbarkeit. Dieser Chesterton sagt auch nochmal, die Kinder freuen sich, wenn der Weihnachtsmann ihnen Geschenken in die Socken legt. Soll ich da nicht dankbar sein, dass mir 2 Beine in meine Socken gegeben wurden? Wir danken Menschen für Geburtstagsgeschenke, sagt Chesterton. Soll ich nicht für das Geschenk meines Lebens, meiner Geburt dankbar sein? Interessant, oder? Ich glaube, wir haben das Staunen verlernt. Das Staunen davon, was wir alles haben und die Privilegien, die wir haben, lebendig zu sein und leben zu dürfen. Die Privilegien, die wir haben als Christen. Wahres Leben zu haben, Hoffnung zu haben, Fülle zu erfahren, genug zu haben. Ich glaube, unsere Dankbarkeit braucht wieder mehr Wunder. Wahre Dankbarkeit ist staunende Dankbarkeit. Und dann mein 3. Punkt und letzter Punkt. Wahre Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Der katholische Priester Henry Nouwen, kennen wahrscheinlich auch einige von euch, hat mal gesagt, Dankbarkeit braucht eine bewusste Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, dankbar zu sein, auch wenn meine Emotionen und Gefühle verletzt und verärgert sind. Es ist unglaublich, wie oft es Situationen gibt, in denen ich Dankbarkeit anstelle von Klagen wählen kann. Dankbarkeit wählen anstelle von Klagen. Was mir wichtig ist, dass ich das sage, ist, dass Dankbarkeit nicht heißt, dass wir Leid verneinen. Wenn du durch Leid gehst, heißt es nicht, wegzuschauen und so tun, als wäre alles gut und als ob es kein Leid in deinem Leben. Das heißt Dankbarkeit nicht. Aber die Bibel redet immer wieder davon und Paulus redet immer wieder davon in 1. Thessalonicher 5, 18 zum Beispiel. Dank Gott in jeder Lage. Wir können das Leid sehen und das Leid erfahren und trotzdem auch im Leid dankbar sein. Es gab eine andere Studie, die gemacht wurde, die sich gefragt hat, woher Freude denn kommt. Die Studie ist von Lubomirski und wenn man so heißt, dann muss man einfach recht haben. Also und Sheldon und Schade. Und sie haben gefragt, woher kommt Dankbarkeit und woher kommt Freude? Und erstmal haben sie schlechte Nachrichten rausgefunden, weil hier gibt es diese 50% hier drüben. Und es ist der Setpoint, nennen sie das, also das ist die genetische Veranlagung. Sie sagen, weißt du was, es gibt einfach Menschen, die sind genetisch veranlagt, freudiger, fröhlicher zu sein. Es gibt Menschen, die sind nicht so veranlagt und das macht circa 50% aus. Ich weiß nicht, wie du veranlagt bist, aber für manche ist es vielleicht erstmal schlechte Nachrichten. Wenn du sagst, hey, ich bin kein richtig fröhlicher Mensch, dann liegt das vielleicht teilweise in deiner DNA und du sagst, Mist. Aber das Gute ist, dass wir bei 50% hier nicht aufhören und dass das keine 100% sind, sondern dass es hier nochmal 50% gibt. Und von den 50%, die übrig sind, haben sie herausgefunden, dass die Umstände, die Lebensumstände, was dir in deinem Leben passiert, machen nur ca. 10% aus.
davon, wie viel Freude du erfährst in deinem Leben. Die anderen 40% sind, die nennen es Intentional Activity, also ist mir irgendwo aufgeschrieben, vorsätzliche Aktivität. Etwas, das du machst, das du praktizierst, absichtlich Schritte gehst, damit du Freude erfahren kannst. Und wisst ihr was? Ich glaube, großer Teil dieser 40% ist eben die Dankbarkeit. Und vielleicht erfährst du gerade keine Freude in deinem Leben und vielleicht ist es, weil du so veranlagt bist. Und ich kann dir sagen, hey, sehr viel davon, wie es dir geht und wie du dich fühlst in deinem Leben, wie viel Freude du erfahren kannst, hängt auch damit zusammen, was du praktizierst und was du tust. Und ich mag dich heute einladen, diese 40% voll auszuschöpfen, dankbar zu sein. Wenn du nicht dankbar sein kannst, wenn du dir damit schwer tust, was kannst du tun? Wir nehmen uns jetzt gleich ein bisschen Zeit, haben ein bisschen Musik im Hintergrund und wir nehmen uns einfach Zeit, Danke zu sagen. Dankbar zu sein. Weil ich glaube, das Beste, das ich jetzt machen kann, ist euch nicht von der Dankbarkeit zuzupredigen, sondern zu sagen, hey, lass uns mal dankbar sein und im Schnitt wird es uns danach besser gehen. Wenn du dir schwer tust, dankbar zu sein, dann frag doch mal Jesus. Jesus, kannst du mir helfen? Jesus, gib mir die Stärke. Jesus, gib du mir die Dankbarkeit. Jesus, erfüll du mich. Jesus, gib du mir, was ich selbst vielleicht nicht kreieren kann. Ich bin mir bewusst, dass es auch ein gefährliches Gebet sein kann. Ein 53 Jahre alter Mann, davon reden auch dieser Emmons in seinem Buch, hatte eine Asthma-Attacke im Jahr 1995. Eine Asthma-Attacke und es ist einiges zugeschwollen. Er hat hohes Fieber gekriegt und er war sofort auf der Intensivstation. Er war in der Intensivstation, es ging ihm schlechter und schlechter und schlechter jeden Tag. So schlecht, dass er in einen Hubschrauber gelegt wurde und in ein anderes Klinikum verlegt wurde, dass er da vielleicht Hilfe finden kann. Als er in diesen Hubschrauber reingelegt wurde, hat er gesagt, er hat auf einmal Panik gekriegt. Panik, weil er gesagt hat, ich werde sterben. Das war für diesen 53-jährigen Mann das erste Mal die Realisation, ich werde wahrscheinlich meine Kinder nicht mehr sehen, ich werde niemals Urenkel erfahren, ich werde jetzt sterben, das war's für mich. Dieser Mann hat überlebt und nach einigen Wochen kam er nach Hause. Seine Haustür geöffnet und seine zwei Kids sind in den Gegend gerannt. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Mann sich gefühlt hat? Er sagt, Dankbarkeit ist durch meinen ganzen Körper geflossen. Dieses Staunen, dieses Wunder, dass er noch leben darf, dass er sein Haus noch mal sehen darf, dass er mit seinem Hund schmusen kann, dass er eines Tages vielleicht Enkelkinder erfahren kann. Er sagt, für ihn war diese Nahtoderfahrung lebensverändernd, weil sie ihm Dankbarkeit beigebracht hat. Er wurde viel dankbarer dadurch. Vielleicht musst du beten, Jesus, zeig mir, dankbarer zu sein und vielleicht zeigt Jesus dir, dankbarer zu sein, dadurch, dass Dinge in deinem Leben passieren. Ich weiß es nicht. Wie diesem 53-jährigen Mann, der dadurch Dankbarkeit gefunden hat. Gilbert Keith Chesterton ist 1874 in London geboren worden und das war eben der, von dem ich ein paar Zitate vorgelesen habe, der sehr viel über die Dankbarkeit geschrieben hat und philosophiert wird. Chesterton hat viel geschrieben, Romane, Essays, Biografien, war aber auch ein Philosophe, sehr viele philosophische Schriften geschrieben und dieser Chesterton wurde atheistisch aufgezogen. Ihm wurde nie über Gott beigebracht und nur gesagt, dass Gott nicht existiert. So ist dieser Chesterton aufgewachsen. Aber zum Ende Ende seines Lebens hin, hat er auf einmal angefangen, religiöse Schriften zu schreiben. Viele verschiedene Bücher über Religion, über das Christentum. Er hat eine Bekehrung erfahren, er hat sich bekehrt und er hat sein Leben Jesus hingedreht. Und ich finde es so spannend, warum er das gemacht hat. Er hat eine existenzielle Krise erlebt in seinem Leben, weil er sagt, er war immer dankbar. Das war einfach einer von denen, der 50%, wo immer dankbar ist.
Und er sagt, er war dankbar für sein Leben, für die Liebe, für Schönheit, für alles, was existiert. Er war gefüllt mit einem großen Sinn für Dankbarkeit und Dankbarkeit war ihm einfach wichtig. Und irgendwann hat er festgestellt, die Mutter Natur hört mir nicht zu. Die Mutter Natur hat kein Ohr für meine Dankbarkeit. Da prallt es ab. Und er hat sein Leben Gott zugewendet, dem, der alles geschaffen hat, dem, der alles gemacht hat, ihn auch selber. Und der Gott, der auch da ist und in uns lebt und der uns zuhört, der immer ein Ohr hat für deine Dankbarkeit. Und vielleicht sitzt du hier heute und du folgst Jesus noch nicht nach. Du kennst ihn noch nicht, du weißt zu wenig über ihn. Ich kann dir eins sagen, dieser Gott ist ein hörender Gott und er liebt es, von dir zu hören und auch deine Dankbarkeit zu hören. Wenn wir jetzt eine Zeit haben der Reflexion, mag ich dich einladen, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist es eine Zeit, einfach Danke zu sagen. Und Danke tiefer als nur 5 Zentimeter. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist jetzt vielleicht eine Zeit für dich gekommen, wo du sagen kannst, ich brauche einen Gott, der mir zuhört, an den ich meine Dankbarkeit, die ich habe, wenden kann. Und so lasst uns jetzt beten. In Dankbarkeit. Der Fakt, dass wir uns jetzt überhaupt die Zeit nehmen dürfen, zu dir im Gebet zu kommen, dir Danke zu sagen. Es ist nur, weil du als ewiger Gott die Entscheidung getroffen hast, auf diese Welt zu kommen und für unsere Schuld zu sterben und uns zu vergeben, sodass wir Zugang haben, Zugang zum Vater, Zugang zu dir. Jesus, wir sind so dankbar für deine Erlösung, für deine Liebe, die du uns am Kreuz gezeigt hast. Vater, wir sind dankbar, dass vor aller Ewigkeit dich in der Dreieinigkeit entschieden hast, das Universum zu schaffen und die Welt mit Menschen, mit Kreaturen in deinem Ebenbild. Vater, wenn du uns nicht geschaffen hättest, dann wären wir nicht hier und dann könnten wir dir nicht Lob bringen und dann könnten wir dir keinen Dank bringen. Sind wir dankbar für jeden Atemzug, den wir nehmen können. Für jeden Gedanken, den wir haben können. Für jeden Schritt, den wir laufen können. Für jeden Knochen, der unseren Körper zusammenhält.
über die Atome und Elemente, aus denen unser Körper besteht, die du zusammenhältst. Jesus, es würde nur eine Sekunde dauern, dann würde hier alles zerfallen und dann wäre alles vorüber. Aber du entscheidest dich, das Universum in deiner Macht, in deiner Kraft zusammenzuhalten. Und nur deshalb darf ich existieren, nur deshalb darf ich hier stehen vor dir. Wir sind dankbar für all die Segen, die du über unsere Leben ausschüttest. Familien, Kinder, Freunde, Eltern, Verwandte. Jesus, wir verdienen nichts von dem, das wir haben. Wir verdienen kein Brot morgens auf dem Tisch. Wir verdienen es nicht, arbeiten gehen zu dürfen. Dich lobpreisen zu dürfen. Und Jesus, so wollen wir alles wieder vor deine Füße legen und sagen, danke. Danke für alles, was du getan hast. Amen.